In der heutigen Ausgabe geht es um Lufthansa Miles & More Status, ja oder nein. Ich gebe euch heute in der Ausgabe zum FTL, zum Senator, aber auch zum Horn Circle jeweils ein Fazit, ob ihr den in 2021 erreichen könnt mit all den Promotionen. Gebe auch nochmal ein paar Tipps und Tricks an die Hand, wie ihr den Status vielleicht dann doch unerwartet schafft. Und meine Einschätzung natürlich erst nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Ja, die Aktion von Lufthansa ist natürlich eine tolle Sache. Deshalb reden wir mehr über Status im Moment als alles andere. Die Promotions, die die Lufthansa gerade auf den Weg gebracht hat, haben viele natürlich auf die Idee gebracht, hey, ich mache einen Status oder einen Mileage Run. Ich gehe darauf jetzt erstmal in dem Video ein. Und was für euch ganz interessant sein wird, natürlich die Tipps und Tricks. Weil ihr fragt mich die ganze Zeit, soll ich es machen, soll ich es nicht tun? Ich kann euch das mit einem klaren Ja oder Nein jeweils nach dem Status beantworten. Wenn ihr direkt zum Senator-Status oder zum Honzöcke-Status gehen wollt, geht unten in die Shownotes rein. Da gibt es wie immer den Timestamp. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr direkt zu dem Thema. Also, wie ist es in 2021? Im Moment ist es so, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist, dass man halt mit dem Fliegen sehr, sehr viele Probleme hat. Ich selber habe schon im Dezember entschieden, ich mache einen Run von 0 auf Hon, habe das Thema eigentlich geplant auf die Jahre 2021, 2022, aber durch die Aktion bin ich sogar in 2021 fertig und die Flüge, die ich gebucht habe, sind im Moment 8 Stück. Das sind alles aus dem First Class Sale aus Tallinn, Helsinki oder aus Stockholm, Oslo, aber auch jetzt aus London nochmal gebucht. Im Moment ist London der Sale. Ja, also was ist passiert? Es ist halt so, dass im Moment die Lufthansa logischerweise viele Tickets umschreibt. Ich selber habe meinen Johannesburg-Flug von Januar zweimal umschreiben müssen bis März. Also das heißt, es wird jetzt im März bald losgehen und dann werde ich nach Johannesburg fliegen. Aber es hat halt sehr, sehr viele Vorbereitungen gekostet, weil man muss PCR-Test organisieren. Man muss halt alles schauen, wie es funktioniert. Dann lasst uns doch einfach mal schauen, was für umfangreiche Promotions gerade bei der Lufthansa los ist. Denn die Promotions, die sind toll, aber sie richten sich wirklich nicht an Neukunden, sondern an Bestandskunden. Das Credo, was wir von Lufthansa immer wieder gehört haben, ist, wir wollen Bestandskunden nicht schlechter stellen als Neukunden. Das ist etwas, was ich persönlich natürlich sehr, sehr gut finde und auch begrüße. Deshalb ist in meinen Augen das doch eine super Sache. Nur für mich, der keinen Status hat im Moment bei der Lufthansa, ist das etwas challenging. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das einfach anguckt, doppelte Statusmeilen bei den Flügen der Lufthansa-Gruppe. Das ist doch schon mal eine Vereinfachung, die gilt für alle. Das heißt also, jeder, der einen bestehenden Status hat, und auch der, der keinen Status hat. Also es ist schon eine Vereinfachung und es gilt auch für Horn Circle Meilen. Das ist halt wirklich eine interessante Geschichte. Auch der Executive Bonus wird verdoppelt. Also das heißt, es wird alles verdoppelt, es wird absolut nichts verkompliziert. Und das Schönste an der Geschichte ist, man muss sich nicht anmelden. Jeder ist automatisch angemeldet. Wenn ihr jetzt auch noch eine Kreditkarte von Lufthansa Miles & More besitzt, ist es egal, ob ihr die habt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder egal wo, auf welchem Markt es die gibt, dann bekommt ihr pro Euro Umsatz, in der Schweiz ist es ein Schweizer Franken, 2 Statusmeilen. Und je nach Markt ist es halt mit der Währung immer etwas unterschiedlich. Da müsst ihr einfach mal schauen. Das heißt also, Statuskunden, die vor dem 1. Februar einen FTL oder einen Senator gehabt haben, bekommen das auf ihre Umsätze angerechnet, der vorher da war. Und man bekommt dann auch nochmal 5.000 Meilen als Bonus. Diese 5.000 Meilen als Bonus gehen dann aber von dem Maximalwert der 30.000 Meilen ab. Achtet darauf. Und dann natürlich das Thema, dass man diese 30.000 Meilen auch nochmal mit einer Kreditkarte verlängern kann. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Das sind natürlich wunderbare Sachen, wenn man diese Statusgeschichten sich anguckt. Und auch spannenderweise für den Horn Circle, und ich habe es ja schon gesagt, werden die Status- bzw. Hornmeilen, die es ja beim Horn Circle sind, verdoppelt. Das ist etwas, was es noch nie gegeben hat. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass die Meilen, die Hornmeilen, die man als Horn Circle erflogen hat in 2019, aber auch Leute, die keinen Horn hatten, die Hornmeilen, werden erneut in 2021 gutgeschrieben, sodass man halt die Horn Circle Meilen aus 2019, 2020 und aus 21 herangezogen bekommt. Schau mal, wie das funktioniert.
Jetzt lasst uns direkt mal auf das Thema eingehen. Ist es ein Problem, die Meilen zu sammeln in 2021? Ich habe euch ja gesagt, ja, es ist ein Problem, weil die Flüge natürlich nicht so stattfinden, wie sie geplant waren. Lufthansa ihre Umläufe immer wieder anpassen muss. Johannesburg zum Beispiel, das ist jetzt ein Ziel, was ich in meiner Liste habe, wurde angeflogen täglich. Dann wurde es auf einmal nicht mehr täglich angeflogen. Jetzt wird es sogar nur noch dreimal pro Woche angeflogen mit längeren Zeiten. Das ist also, wenn man Lufthansa fliegt, ein Riesenproblem. Und diese Verlässlichkeit ist aber nicht das Problem, weil Lufthansa uns da im Stich lässt, sondern die Nachfrage einfach nicht da ist. Und was auch in meinen Augen relativ zur Schuldenschnitt bei Lufthansa in Anführungsstrichen da auch noch beiträgt, ist, dass Lufthansa von der Regierung abhängig ist. Das heißt also, wenn die Bundesregierung sagt, hey, Südafrika, die haben die Mutation, ist auch alles korrekt, müssen sie natürlich reagieren. Das heißt also, man kann da nicht mal so einfach hinfliegen. Und die ganzen Promotions sind ja auch so, dass man 3 Tage Mindestaufenthalt hat oder aber über dem Wochenende. Teilweise waren sie auch 6 Tage und über dem Wochenende. Also es kommt immer auf die Promotion etwas an. Ein Direct Turnaround ist deshalb auch gar nicht möglich, wenn man auf europäische Ziele umgeht. Direct Turnaround ist auch ein Problem, weil jedes Mal, wenn ich innereuropäisch fliege, kann ich nicht wieder in dieselbe Maschine einsteigen oder nur sehr schwer, weil ich ja dann zum Beispiel bei der Immigration hängen bleibe. Ja, selbst in Schengen muss ich zur Passkontrolle, weil sie einfach meinen PCR-Test sehen wollen. Sie wollen wissen, warum ich reise, wohin ich will, woher ich komme. Alles legitim, das ist aber etwas, was es verschwert. Nicht so wie früher, wenn du nach Barcelona geflogen bist, du bist aus dem Flugzeug rausgestiegen, bist dann komplett in der Schengen-Area gewesen, hat teilweise noch gerannt in die Lounge hoch, Rolltreppe rein, was getrunken, refreshed und wieder zurück. Also insofern ist das etwas, was in meinen Augen relativ spannend war und ist, aber leider jetzt nicht mehr so problemlos möglich ist. Ja, touristische Reisen sind ja auch wirklich verboten. Ja, mein Screen hat sich gerade ausgestellt. Machen wir ihn doch einfach mal wieder an. Rollen wir einfach mal schnell zurück. Einmal kurz angemacht. Und da ist er wieder. Beim nächsten Mal muss ich wieder Amphetamin aktivieren. Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Lufthansa Miles & More Frequent Traveler in 2021. Lohnt sich dieser Status? Um da euch nochmal so eine Idee zu geben, ihr habt ja 35.000 Statusmeilen, die ihr normalerweise braucht, um den Status zu erfliegen, oder 30 Segmente. Diese 30 Segmente sind für viele der Nothaken oder der Notnagel, egal wie man es jetzt formulieren will, dass man bei diesem Status in den Genuss kommt. Aber die Segmente kriegst du ja teilweise heutzutage gar nicht zusammen, also musst du über die Meilen gehen. Was, wenn man eine Kreditkarte hat, ja auch nicht so schlimm ist. Also, es gibt jetzt da die Thematik, dass man auch ohne Fliegen den FTL bekommen kann. Nach Rücksprache mit Lufthansa Miles & More muss ich euch leider enttäuschen, denn alles ist gekappt bei 30.000 mit der Kreditkarte aus der Neukartengewinnung, wo ihr auch nochmal Meilen kriegt, oder aber aus den 5.000, wenn ihr den Status habt. Heißt also ergo, ihr müsst immer 5.000 erfliegen, egal wie ihr es macht. Das ist, die 30.000 ist die maximale Menge an Statusmeilen, die ihr bekommen könnt in der Promotion. Das heißt also, es fehlen euch immer 5.000 Statusmeilen. Und diese 5.000 Statusmeilen könnt ihr natürlich in der Buchungsklasse VK erfliegen. In der K, die billigste, das ist ja die billigste Economy Class, nur damit ihr das nochmal wisst, gibt ja innerdeutsch nur 125 Meilen. Wenn wir jetzt einfach hingehen, nehmen da den Executive Bonus und der Executive Bonus ist dann 156 war kaputt, also 157, das wird dann verdoppelt, dann habt ihr 300, um es einfach zu rechnen. Heißt also, wenn ihr einmal hinfliegt, habt ihr 300, wenn ihr zurückfliegt, hättet ihr 600. Das ist ein innerdeutscher Flug. Würde also heißen, dass ihr dann die 5.000 dadurch teilen müsstet. Und dann seht ihr selber, dass das wirklich noch 10 Flüge, also hin und zurück, sind. Oder wenn man halt guckt, wenn man keine Meilen hat, dann sind das über 140 Kurzstreckenflüge. Oder aber auch, wenn man in die Buchungsklasse, die höher ist, wäre so eine V-Klasse oder sowas. Das ist dann so die nächste Klippe, dann wären es immer noch 24 oder in einer teuren Economy, dann sind wir auch bei 14. Wenn wir jetzt aber das Ganze in Business abfliegen, dann kannst du das schon in 9 abreiten. Immer in der Prämisse, dass der Executive Bonus mit einkalkuliert ist. Ja, was gibt es da als Fazit zu sagen? FTL ist problemlos möglich. Da ist, denke ich mal, auch für euch direkt ganz klar, dass ihr das machen könnt, weil die 5.000 Meilen, die werden nicht das Problem sein. Die könnt ihr touristisch auf einer Backe abreiten, in Anführungsstrichen, vor allem, wenn ihr da auch nochmal ein bisschen Langstrecke fliegt.
Was gibt es dazu zu sagen? Das La ist lang. Also da gibt es dann in meinen Augen keine Problematiken oder keine Themen, wo man drauf achten muss. Jetzt lass uns doch einfach mal auf den Senatorstatus eingehen. Der Senatorstatus, da braucht ihr ja 100.000 Meilen. Und 30.000 haben wir aus der Kreditkarte. Gehen wir einfach mal davon aus. Das heißt also, ihr seid immer noch 70.000 short. Diese 70.000 werden ja nochmal halbiert, weil er nochmal doppelte Meilen kriegt, sind also 35.000. Hier müsst ihr wirklich 35.000 Meilen im Notfall erfliegen. Und da gilt dieselbe Rechenmaxime. Wenn man halt wirklich jetzt mit einer Buchungsklasse D an den Start geht und ihr habt ja ein FTL mindestens, um den Senator zu machen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dann heißt das also, dass ich in der Buchungsklasse D oder C oder was auch immer, was eine teure Buchungsklasse ist, 2.500 pro Strecke bekomme, wenn ich über eine Grenze fliege von Deutschland aus. Wenn ich innerdeutsch fliege, sind das nur 1.850, die ich bekomme, also 1.500 plus den Executive Bonus. Das wird verdoppelt. Also kann man dann einfach ausrechnen, wenn ihr also die 2.500 bekommt, für die Strecke über die Grenze, weil es einfach einfacher zu rechnen ist, heißt das, dass ihr für Frankfurt, Zürich, Hamburg, Zürich oder aber auch nach Wien oder nach Warschau bekommt ihr dann 5.000 hin und zurück. Die werden verdoppelt. Heißt also immer noch, dass ihr 6 Flüge und ein bisschen braucht, um die zu bekommen. Relativ viel Geld. Wenn man da dann einfach mal schaut, was da dann möglich ist, ist natürlich ein teurer Spaß, aber es ist möglich. Also da gibt es in meinen Augen kein Problem. Vor allem, wenn im Frühjahr wieder die Flüge zum Beispiel nach Asien, ich persönlich selber habe ja auch Singapur gebucht, super Destination, ich liebe Singapur. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr wie ich zum Beispiel keinen Status bei Lufthansa habt. Das heißt dann, dass ihr bei Null anfangt und ich habe auch keine Kreditkarte. Das ist für die Challenge natürlich unheimlich wichtig in meinen Augen, macht sie auch unheimlich spannend. Kann man dann, wenn man nach Singapur fliegt, in der Business Class oder in der First Class, habe ich es mal ausgerechnet, 23.258 Meilen erfliegen. Heißt also, mit dem First Class Sale sind das dann 23.258. Das Ganze muss ich dann einmal multiplizieren mit 2, weil ich fliege ja auch zurück. Aber immer im Hinterkopf behalten, das ist ab Helsinki, in dem Fall, wo ich es jetzt zum Beispiel fliege. Heißt also ergo, das Ticket würde mir dann bringen, 23.000 wären 46.000 plus ein bisschen, wären also 46.500, würde dann nochmal verdoppelt werden und dann sind wir knapp immer noch so 8.000 Meilen short. Also da müsstet ihr dann zum Beispiel einen Zubringer nochmal mit den 2.500 erfliegen, so wie ich das gesagt habe, dann hättet ihr direkt auch schon dabei. Das nur so als Thema. Also es ist möglich, aber diese Langstrecken sind halt ein Problem. Oder wenn ihr einfach sagt, ihr geht in der Economy Class auf Langstrecke, weil nicht jeder First Class Sales findet oder weil es einfach, ja, es gibt keine First Class im Moment nach Singapur. Ich habe zwar First Class Sale gekauft, aber es ist auf den Flügen eine 340-600er eingetragen gewesen, zum Beispiel nach Hongkong. Da wissen wir alle ja schon, dass es die nicht gibt. Also die kommt nicht. Insofern ist es wirklich schwierig. Und wenn man da halt Business Class nimmt, dann sind das 12.800 Meilen, die man bekommt pro Strecke. Also das ist dann etwas wenig. Und also es ist schon speziell. Oder wenn man halt einfach so eine Business Class in P nimmt, da bist du auch nochmal bummelig bei 34.000 Meilen. Immer jetzt ex-Helsinki über den Sale gesprochen. Also insofern, was kann man dazu sagen? Buenos Aires, das ist auch eine Destination, die ich gebucht habe und ihr seht, ich habe sehr viel gebucht über die Welt hinaus, damit ich da auch das mache, würde in der First Class auch über 100.000 bekommen, weil ich würde für Buenos Aires 25.702 Meilen bekommen und diese 25.702 bringen mich wirklich katapultiert mit einem Flug hin und zurück. Das ist im Moment noch eine 747-8er Destination, weil das das einzige Flugzeug ist, was eine First Class hat. Aber wer weiß, ob wir da einreisen können in Argentinien? Wer weiß, wie die Zeit da sein wird? Also es bleibt sehr, sehr spannend und deshalb ist mein Fazit zum Senator möglich, aber problematisch. Wenn es also so ist, dass nur Europa offen ist, schwierig. Wenn wieder eine Weltreise möglich ist oder ein Interkonflug, dann schon eher. Aber da müssen wir halt auf den Sommer warten. Das Jahr ist auch noch jung. Wir haben noch über 10 Monate Zeit. Aber ihr wisst ja selber, wie schnell Weihnachten kommt, dann ist das ja auch schon wieder vorbei. Also,
Dann zurück zu meinem Vorhaben mit dem HON. Und da gibt es einfach die Frage, Lufthansa HON Circle in 2021, ja oder nein? Ihr braucht 600.000 HON Circle Meilen. Es gibt aber 100%, komplett Banane. Also es gibt 100% Zuschlag, würde also heißen, ihr braucht nur 300.000 Meilen. Jetzt rechnen wir einfach noch einmal aus, was das innereuropäisch bedeutet. Um einfach mal davon auszugehen, im Sommer lüftet sich das Ganze nicht mit internationalen Flügen, dass wir fliegen können. So, dann sind das 2.500 für jeden grenzüberschreitenden Flug. 300.000 durch 2.500, ich verdoppel's einmal, das sind 5, heißt also im Prinzip, dass ihr 60 Flüge machen müsst. 60. Das ist schwierig. Oder aber wenn man in der Buchungsklasse Z unterwegs ist, wo es weniger Meilen gibt, dann sind es 96. Und wenn ihr in der P-Klasse fliegt, dann sind es 160 Stück. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum redet der Lars immer wieder von Business Class? Ganz einfach, Economy Class zählt für den HON Circle nicht. Das müsst ihr euch immer im Kopf klar machen. Das heißt also, ihr seid immer mit einer P-Fare, was die billigste Sales Fare ist, gefangen. Und genau das Gleiche gilt dann einfach, wenn im Sommer wirklich sich das Ganze öffnen würde, dann muss man halt gucken, dass man Business Class Promotion-Flüge kriegt, aber eine P-Klasse bringt euch nur 100%. Heißt also, wenn man jetzt hier Buenos Aires mit das die längste Strecke übrigens im Lufthansa-Netz mit 25.702 Meilen nimmt, was 300% sind, und das ist immer ex Helsinki oder ex Stockholm, Oslo, also das heißt nicht direkt ab Frankfurt, dann sind wir bei 25.702, davon dann 200% abgezogen, also ein Drittel, dann seht ihr, dass wir da irgendwie bei 7.000 paar Kaputten sind. Diese 7.000 paar Kaputte muss ich mit 2 multiplizieren, dann bin ich irgendwie so bei 14.000, 15.000, das kann ich nochmal verdoppeln, dann bin ich bei 30.000. Das ist 10-mal noch sowas zu fliegen. Also ihr seht, das ist ein Zeitaufwand. Und natürlich kann man den, ich nenne es jetzt einfach mal den Insider-Trip, Trick nehmen mit dem Lufthansa Private Jet. Aber das ist auch richtig Geld, denn nur der Lead Passenger bekommt die Meilen. Da gibt es 50.000 Meilen, HON-Meilen, oder wenn ihr den als Verbindungsflug für eine First- oder Business-Class nimmt, dann gibt es sogar über 62.500 Meilen. Aber die Bude kostet richtig Geld. Die kostet dann irgendwie zwischen 8.500 und 10.000 Euro. Kommt ganz drauf an, in welchem Agreement ihr unterwegs seid. Also ihr seht, es ist jetzt Zeit für den HON Circle, ein Fazit zu ziehen. Wenn im Sommer sich das alles wieder klärt mit den Langstreckenflügen, easy peasy, kann man drüber nachdenken, wer es braucht. Hey, ich brauch's auch. No judgment there, ne? Aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Es ist etwas, was kein Selbstläufer ist. Es ist nichts, wo ihr jetzt einfach sagen könnt, das mache ich, das geht los, da ist Attacke, ne? Also insofern, für mich die Frage, Daumen hoch, Daumen runter, ja oder nein? Ich persönlich sage ganz klar ja. Mein Ziel ist, im September spätestens in trockenen Tüchern zu haben. Aber ansonsten ist es schon eine Challenge und ein Problem. Und ihr müsst auch mit dem Urlaub planen, es muss Flüge geben. Also das Hauptproblem und die Krux ist wirklich, die Flüge zu finden und die Zeit und dann die Destination passend zu haben. Also insofern ist das ein... Also ihr wisst, bei dem Geräusch, ich muss vielleicht nochmal an meinen Sound-Dingen arbeiten, aber möglich ja, aber sehr, sehr schwierig. Hier jetzt nochmal der Abonnierbefehl, ganz, ganz wichtig. Abonniert den Kanal, damit ich auch was davon habe. Gebt mir ein Like, wenn ihr es gemocht habt. Wenn ihr einen Kommentar hattet, um Fragen zu stellen, schreibt einen Kommentar rein, ich antworte euch gerne. Gebt mir ein Dislike, wenn ihr sagt, hey, das war scheiße. Dann, hey, in Gottes Namen, aber sagt mir, was dann so blöd war. Und last but not least, wenn ihr andere Sorgen, Ängste oder Nöte habt, kontaktiert mich über WhatsApp. Ist alles in den Shownotes drin, da könnt ihr mich kontaktieren. Ich helfe euch gerne. Ansonsten auf Clubhouse gerne. Oder, und das ist ganz wichtig, wir haben in Tallinn im Juni diesen Jahres 2021 ein Treffen. Und dann nochmal in Mailand am Ende August, in dem letzten Augustwochenende. Ich werde mal die Links in den Shownotes reinschreiben, zumindest für das Tallinn-Event. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart beim Frequent Traveler TV. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Ausgabe dabei seid. Bis dann. Ciao.